Herzlich willkommen, liebe Dudes, liebe Dudin, zu einem neuen Video. FIFA 18 Web App ist gerade gestartet. Naja, was heißt gerade? So knapp 20 Minuten ist es schon her. Und wir gehen mal ganz kurz auf die Startseite. Hier treten ab und zu leider kleine Fehler auf, weil, ja, ist gerade ein bisschen am überrannt werden. Und ich will ganz kurz meine Mannschaft vorstellen. Ich hoffe, man kann hier so ein bisschen was sehen. Da ist mein Team. Öffnen, zack. Ich habe diese Mannschaft bekommen für die Web-App oder ja, für Ultimate Team als Startmannschaft. Ich konnte eine deutsche Mannschaft auswählen. Hatte dann noch die Wahl, einen Spieler auszutauschen gegen einen starken Leihspieler. Und ich habe mich da für Aubameyang entschieden. Weil ich dachte, wäre besser. Ich kann ihn noch nicht sehen. Minus 7 Chemie. Okay. Gut. Ach stimmt, ist ja kein Deutscher. Schade. Ich hatte ja auch die Wahl, Robert Lewandowski zu nehmen, aber ich habe mir gedacht, behalten wir das mal so. Das ist ja völlig in Ordnung. So, das sieht soweit eigentlich ganz in Ordnung aus. Hier kann man schon SBCs machen. Zwei Spieler-Leihset. Okay, sehr schön. Transferliste. Okay. Transfermarkt. Was haben wir denn? Ah, da sind schon die ersten drauf. Huh? Bänder und so weiter. Wahnsinn. Da gucken wir mal in den Shop. Ich habe hier ein paar Sets. Nur Spielerset. Nicht zugewiesen. Zwei Objekte. Ich soll aber vier Stück hier haben angeblich. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist. Keine Ahnung. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr in euren ersten Sets bekommen habt. Aufrufen. Achso, da sind noch zwei. Ah, stimmt. Ich habe hier noch Trikots. Okay. Alle zum Verein. Ja, meine Trikots aktuell, die ich habe, sind Holstein Kiel. Ich könnte vielleicht mal die Maus anmachen, damit man es auch sieht, wo ich hinzeige. Hier, Holstein Kiel als Heimtrikot und das andere, das kenne ich nicht. Tigre, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht so genau. Ich fand das aber sehr, sehr cool, dass ich das Holstein Kiel Trikot habe. Und ich werde vielleicht mal FUT 17, Team der Woche, vielleicht mal hier hinpacken. Ja. Sehr schön. Gut, dann habe ich ein blaues und ein gelbes Trikot. Sehr schön, dass ich auch direkt zum Anfang einfach ein Holstein-Kiel-Trikot gezogen habe. So, ich habe hier mehrere Sets, die ich aufmachen wohl darf. Mal gucken, was wir da Cooles ziehen. Ramsey, mit einem 82er fangen wir an. Das ist nicht schlecht. Austin, Javi Varas, Surman. Okay, hauen wir mal alles in den Verein. Sieht gut aus. Also, bei euch bin ich gespannt, was ihr gezogen habt. Schmeißt mal ein paar Kommentare rein, was ihr Cooles gezogen habt. Machen wir weiter mit dem zweiten Set. Mal schauen, was wir da Cooles rausbauen können. Oh, Chipka. Ah, sehr gut. Da können wir unser Bundesliga-Squad nochmal verbessern. Und Sané, der Innenverteidiger von Bremen. Es wäre ganz cool, wenn ich nochmal die Größe ändern könnte. Kann ich aber nicht. Na gut. Ist ein Fehler aufgetreten? Ja, ich muss noch hier nicht zugewiesene. Wo war das? Aufrufen. Da ist es. Alle zum Verein mal packen. Zack. Hol dir das nächste Set. Vier Stück darf ich. Warum? Ich weiß es nicht. Van Ginkel. Bisher der 82er war der beste, der Ramsey. Sehr schick. Alle zum Verein. Wir könnten die auch schnell verkaufen, würden auch mit Kohle machen. Kann man vielleicht auch mal machen. Oder SBCs investieren. Sehr schön. Castillejo sieht auch sehr gut aus. Gefällt mir soweit. Ab in den Verein. So, jetzt könnten wir uns FIFA Points kaufen. Okay. Das funktioniert hier zum Anfang. Ich weiß nicht, ob es auf Xbox und PlayStation auch funktioniert. Vermute mal nicht. Ich werde vielleicht aber jetzt noch nicht das direkt ausgeben. Mannschaft, Team Management, Booster. Ich möchte da gerne. Achso, da ist es nicht, sondern aktive Mannschaft, genau. Wollen wir mal schauen, wen ich hier noch hinzufügen kann. Hier haben wir ihn zum Beispiel. Der sollte da mal hin. Minus 1 Chemie. Na gut, aber es ist wenigstens Deutscher, nur eine falsche Liga. Das würde vielleicht ein bisschen besser passen, aber ja. Hier, zack. Die beiden dahin packen, das sieht doch schon mal ganz gut aus.
Sind beides ZMs. Ja, Wahnsinn. Also, hier wurde auch schon ein bisschen was ausgetauscht, wenn ich das richtig sehe. Utschipka hatten wir hier. Wo haben wir den? Ist der irgendwo? Spieler hinzufügen. Aus meinem Verein. Genau. Dann, also ich kenn mich mit dieser Web-App hier noch nicht aus. So. Zack, das sieht doch schon mal gut aus. 74 Chemie. Wir bräuchten da am besten aber noch einen anderen Spieler. Das ist sogar auch noch ein Ticken besser. Können wir da noch irgendwas schöner machen? Hier haben wir ihn. Wir hätten aber auf jeden Fall noch andere. Wen hatten wir für ihn gezogen? Den Bremer, ne? Machen wir also mal hier so. Austauschen. Ist das Salif? Nee, Suche ändern. Aber ich finde das schon mal sehr cool, dass wir... Warte mal. Position. Ah, sehr schön. Also das haben sie schon mal sehr nice gemacht. Da haben wir ihn hier zum Beispiel. Tauschen wir, holen wir rein. Der ist auf jeden Fall ein Ticken stärker an der Position. Wir könnten natürlich jetzt hier auch noch auf den rechten Verteidiger ihn hinpacken, um weiter Chemie zu pumpen. Dann bräuchten wir noch ein paar mehr Bundesligaspieler. Und zwar aus Mannschaft entfernen vielleicht, aus Mannschaft entfernen. Da, ein Kieler. Ah, sehr schön. Siedschlag, sehr schön. Als ZM, finde ich nice, gefällt mir. Packen wir mal dahin. Passt von der Liga ja halt auch viel besser. So, Mannschaft entfernen und Spieler hinzufügen. Ist mir egal. Liga, zweite Bundesliga. Suchen. Mühl hätten wir hier noch. Wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Dann könnte man sich überlegen, ob man vielleicht die beiden hier tauscht. So. Gib nochmal 3 Chemie. So würde es sogar noch mehr geben, weil Bundesliga und zweite hier direkt passt. Oh, ich freue mich da richtig schön voll drauf, mit Holstein Kiel zu spielen. Das sind natürlich nur Bronzespieler bei den Kielern. Austauschen. Dann würde ich schon ganz gerne nochmal gucken, was haben wir denn da? Wir haben leider kein Bundesliga-Torwart. Nee, da müssen wir erstmal so verweilen. Ich muss mal ganz kurz gucken. Hertha, Hertha, Hertha. Habe ich hier nichts weiteres gesehen? Nee, zurück. Vielleicht sollte ich nochmal schauen, ob wir irgendwo... aus Mannschaft entfernen. Spieler hinzufügen. Vielleicht Position Mittelfeld. Kann ich das noch ein bisschen präzisieren? Linkes Mittelfeld. Was haben wir denn da auf dem linken Mittelfeld? Passt halt nicht so gut. Nee, da müssen wir erstmal mit leben. Aber das ist für den Anfang ja schon mal nicht schlecht. Eine 82er Gesamtbewertung. Man könnte hier natürlich ihn drin haben, aber er ist halt, halt kein Deutscher. Weniger Chemie. Deswegen, hier, der Torwart, ne? Den müssten wir auf jeden Fall versuchen auszuwechseln. Was haben wir noch hier in der Reserve? Das wäre zumindest so ein deutscher Torwart. Das wäre gut. Auswechselbank kriege ich hier noch irgendjemand dahin. So. Gut, dann wären wir bei 95 Chemie. Das sieht doch schon mal nicht verkehrt aus. Wir haben keine für die Flügel. Vielleicht sollte ich mal die Formation ändern, sodass wir nicht mit LM und sowas spielen, sondern welche Formation ist denn das? Oh, 2 Stürmer hatte ich ja so eingestellt. 4-3-1-2 spielt auch mit ZMs, genau. Das sieht sogar besser aus. 99 Chemie. Linker Verteidiger. Ja. Machen wir das mal. Das sieht gut aus. Ist natürlich hier nicht perfekt mit ihm als ZOM. Dann sollte ich vielleicht auch... Na, -6 leider. Das ist hier schon in Ordnung.
Hier haben wir zumindest da Zweitligist. Ja, macht keinen Unterschied. Aber sehr schön. Damit hätten wir schon mal das als Mannschaft erledigt. Wir haben auch ein Team der Woche. Und zwar Kimmich haben wir hier zum Beispiel. Valencia. Schon direkt eine 85. Hier Aguero schon mit einer 90 dabei. Wir haben Mertens. Sehr, sehr schick. Ja. Die ballert auch direkt eine 89. Wahnsinn. Ein Bundesligaspieler, Aranguiz, haben wir auch mit dabei. Mustafi, Valbuena, sehr schick. Falcao. Ist schon alles nicht verkehrt. Fabianski, sehr, sehr cool. So, leider ist ein Fehler aufgetreten. Das passiert ja öfter mal. Und ja, ich denke mal, das sollte es erstmal sein. Sehr, sehr schick, dass wir hier schon mal eine coole, aktive Mannschaft haben. Sogar mit Holstein Kiel. Ich bin auf jeden Fall richtig erfreut. Und ja, wenn es euch gefällt, Daumen gerne nach oben da lassen. Gerne meine Homepage oder meinen Partner abchecken. MMOGA, Links dazu in der Videobeschreibung. Würde mich freuen, wenn ihr euch da vielleicht mit FIFA Points eindecken wollt oder eben Spiele vorbestellen. Falls ihr FIFA 18 noch nicht vorbestellt habt, da könnt ihr günstig zum Beispiel für den PC einkaufen. Ich bedanke mich soweit und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.